Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Und für dieses Video, nicht nur für dieses Video, auch für meinen OG-Account, habe ich mir was gekauft in meinem Shop. Es hat mich mal wieder Geld gekostet, aber dafür war es auf jeden Fall wert. Die OG Season 1 Skins sind wieder back im Game oder Season 0 Skins. Obwohl da steht Kapitel 2 Season 4, stimmt einfach überhaupt nicht. Ja, hat mich wieder mein Geldbeutel ein bisschen erleichtert. Und wir haben hier, oh my god, Renegade Raider ist wieder im Item Shop. Oh my god. Ich habe mir das Ganze gekauft. Ich werde euch das hier jetzt in-game zeigen. Die neuen Stile. Die alten werden die meisten, denke ich mal, kennen. Was ist das denn hier für eine Verarsche? Moment mal, wo war das? Hier, hellgrün. Jetzt kommt dunkelgrün. Da hat sich ja nichts geändert. Oh, doch, die Hose hat sich noch ein bisschen geändert. Okay, das lassen wir noch durchgehen. Die Spitzhacke, die OG-Spitzhacke findet hier bei den zeitlich begrenzten Angeboten. Die gibt es für 0 Euro 0 Cent. Gratis zu kaufen, wenn ihr euch hier was kauft. Gerne meinen Creator-Code DeadHeadyBear eintragen, damit ihr mich damit kostenlos unterstützt. Ich würde sagen, wir springen direkt in die erste Runde. Und dann schauen wir uns mal die neuen Ziele in-game an. Also die Kondensstreifen sehen bei Nacht richtig geil aus, muss ich sagen. Und mein halbbeleuchteter Gleiter nicht so. Der schon genäht werden musste. Aber da ist auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wurde etliche Male benutzt. Nein, 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 nein. Tschüss, tschüss, tschüss. So, dann nehmen wir hier mal uns die Kiste mit. Oh, es ist so geil, wieder die alte Hacke in den Händen zu haben. Die ist einfach so nice. Oh, ich habe noch eine Truhe. Nicht wundern, warum ich noch kein Level 100 bin. Ich... Nein, hier ist jemand. Nein. Hab diese Season noch nicht sehr viel gespielt. Ich werde das jetzt am Wochenende mal ein bisschen aufholen. Vielleicht bei dieses Wochenende Level 100. Dann seht ihr das vielleicht nächste Woche. Oder vielleicht schon diese Woche. Ich glaube, der Besuch ist weg. Okay, hier ist, glaube ich, niemand. Ey, dieses Dach, das triggert mich gerade so. Tschüss. Okay, da hinten läuft jemand rum. Ach, wie konnte ich den denn nicht treffen? Den hatte ich so gut wie im Visier. Oh nein. Ach, komm schon. Ich krieg auch immer nur die letzten Rotzwaffen, mal ganz im Ernst. Ich habe das gerade schon zweimal aufgenommen und ich bekomme immer den größten Scheiß in den Runden. Deswegen habe ich auch gar keinen Bock mehr zu zocken. Ich krieg einfach keinen geilen Loot mehr. Ich würde sagen, ich zeige euch mal hier kurz fix die neuen Stile und ein bisschen auch Kritik war an Vintage Ramirez. Finde ich es ein bisschen... Ja, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig. Hier ist dunkelgrün, hier ist hellgrün. Das Einzige, was dann noch anders gemacht wurde, ja, das Panther ist auch gleich, sind die Hosen. Ansonsten haben die nur mal kurz die Farbe geändert. Den Original, oh, ich kann schon wieder nicht sprechen, Original Renegade, den gibt's so und einmal so. Der kommt mir sehr bekannt vor, als ob schon mal eine ähnliche Version im Item Shop war. Kann durchaus sein. Den finde ich an sich auch mit dem Blau richtig nice. Da finde ich eher die abgedatete Version besser. Ich finde allgemein die abgedateten Version besser. Beim Jonesy, den echten, gibt es keine neue Version zu, aber der ist auch so einfach eine Legende. Den finde ich schon wieder nice. Und den hier, der sieht auch seinem Standard-Skin schon ein bisschen ähnlich, aber geht auch noch klar. Und dann haben wir noch Original Headhunter. Gar, sieht auch einem Item Shop Skin sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Aber mir fällt gerade einfach nicht ein, welcher. Aber naja, gut. Wenn es den Leuten gefällt, können sie es gerne kaufen. Ich habe mir die ganzen Skins alle geholt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne in die Kommentare,
Habt ihr euch die ganzen Skins geholt? Wenn ja, welche oder auch alle wie ich? Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, Leute!